Und da sind wir wieder zurück zu SpongeBob. Wir sind immer noch am Strand und gehen jetzt mal zur Sandburg. Aber jetzt mal müssen wir die Wand hier niederreißen. Oder die Tikis. Achso, ich wollte gerade sagen, da ist ein Tor. Und ich habe gerade gesehen, da ist eine Socke von Patrick. Oh je, oh je, oh je. Okay, daran habe ich nicht mehr gedacht, dass das Wasser steigen tut. Das ist schon ein bisschen lange her. Aber versuchen es jetzt nochmal und geben es mal Vollgas. Okay, los geht's. Okay, hier hört es auf, das Wasser zu steigen. Hopp! Ja, jetzt hätte ich Patrick gebraucht. Hose brauche ich nicht. Okay, jetzt warten wir, bis das Wasser... Oder die Flammen... Okay, das Wasser geht wieder runter. Ja, komm. Ah ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr ausgehen. Ah, hier ist der Übeltäter. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Okay, ich verstehe. Ah, der soll aufhören zu schießen? Der soll aufhören zu schießen? Boah. Genau so. Ja, das ist eine Socke von Patrick. Aber da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht rankommen. Okay. Nenn mich auch Schwaminator. Nein, lass deine Wolken weg. Aber der trifft mich nicht. Nee, Gott sei Dank nicht. So, wir sind auch gleich oben und da ist auch schon der goldene Pfannenbinder. Komm her! Jawohl! Ah, es geht noch weiter hoch. Aber ich habe eben gesehen, da war ja noch eine Muschel mit 20.000, glaube ich, oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Noch ein Pfund für Patrick! Ich weiß gar nicht, komme ich hier später nochmal zurück? Ich weiß das gar nicht. Ich will mal ganz kurz noch was gucken. Bevor wir jetzt durch die Tür gehen. Ach, das wäre drüben auf der anderen Seite. Ah, dafür brauchen wir Patrick. Okay, gut. Da kommen wir auf jeden Fall noch zurück. Da kommt er auf jeden Fall noch zurück. Darauf zurück, Mensch. Aber das ist eine Socke von Patrick gewesen. Ah. Denn ich versuche die, so weit möglich wie es geht, versuche ich die alle einzusammeln. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Meereshöhle. Hallo Gary, was gibt's? Im Ernst? Thaddeus hat sich einen neuen Pullover gekauft? Oh, er ist ja so verrückt. Mau. Und am Ende dieser Höhle befindet sich ein goldener Pfannenwender. Oh. Boah, die Höhle sieht ja mal geil aus. Alleine die Wasserpartikel. Das ist richtig schön. Also das Detail ist wirklich... Ein bisschen Schatten an einem heißen Tag. Ja, das stimmt, SpongeBob, das stimmt. Das war jetzt aber knapp gewesen. Ich warte mal, bis die Dinger hier wieder runtergehen. So, jetzt aber.
Vielleicht finde ich ja noch einen anderen Weg. Was ist denn das? Eine grüne Insel direkt verändert. Naja, sage ich doch. Okay, dann gehen wir erstmal nach. Oh, ich wollte gerade runterspringen. Geht das Wasser jetzt hoch oder runter? Okay, dann aktiviere ich mal beide hier. Schadet ja nichts. Ja, okay, ne? Ich kann es versuchen. Boah, das war aber jetzt knapp gewesen. Was ist denn das? Ein Schalter! Wie komme ich jetzt da hinten dran? Muss ich gleich mal nochmal gucken. Schaut mal ab. Da ist der goldene Pfannenbänder und da geht's auch raus. Ja, und da Hose brauche ich jetzt momentan noch nicht. Und da ist auch wieder ein Schalter. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ja, okay. Also das sieht jetzt nicht so aus, als würde ich direkt hier drauf kommen. Muss ich das, wie gesagt, irgendwann mal irgendwie gucken. Eins nach dem anderen. Geht ja wirklich nur eins nach dem anderen. Nimm das. Komme ich da echt nicht anders da drauf? Ey, das ist eine Socke von Patrick. Ach so, ja, gut. Hier werde ich wahrscheinlich Patrick wieder brauchen, der das Wasser dann einfrieren lässt. Und 21 Pfannenbänder, jawohl. Ah, hier ist der Eisblock. Habe ich denn eine andere Kiste schon aktiviert? Was? Ich habe keine andere Kiste aktiviert? Da muss man gerade mal gucken. Oh, man sieht es direkt. SpongeBob. Ist denn hier noch eine Kiste? Nee, da komme ich jetzt nicht zurück. Aber hier gab es aber... Ah, ich hätte vielleicht mit Patrick hier reingehen sollen. Dann wäre das Ganze ein bisschen anders da. Ja, ist ja nicht schlimm. Es sind ja Nebensocken, die kann ich auch ja, so einsammeln. Und weiter geht's. Wir haben eine Kiste. Wir haben die erste Kiste hier jetzt aktiviert. Tickies. Und wir wechseln jetzt mal. Ich hoffe, ich krieg Patrick. Ja, ich sehe schon, da ist der, ich sag mal, der Jahrmarkt, Supermarkt. Jahrmarkt. Der Rummel. Fertig. Ich will jetzt natürlich mit Patrick hier rein. Und der Haken ist jetzt, ist es natürlich jetzt wieder alles da. Oh, das war ging jetzt daneben. Wir müssen echt viel Zeug herum. Ja, ich weiß. So hell, so glänzend. Schneller, Patrick, hol dir die Socke. Hey, Wahnsinn, noch eine. Oh, gerade noch so geschafft.
Okay, das macht es jetzt für mich schwerer. Diesen Wasser. Ich werde sie zerschmettern! Oh, nochmal! Nochmal! Ah, die verfolgt mich ja. Gibt es hier nicht noch mehr Eisblöcke? Oh, jetzt nehme ich es nochmal mit. Kann Patrick damit springen? Natürlich nicht. Komm! Boah, das war jetzt aber knapp gewesen. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem, oder? Ja, ich habe... Nee, nicht ganz. Gibt's aber auch gar keine... Das ist ja noch eine Socke. Sag mal, wie viele Socken gibt's denn mal hier von Patrick? Ach, da vorne ist die Kiste. Die habe ich ja jetzt mal gar nicht gesehen. Also vorhin. Nein, nein. Oh, das war jetzt knapp gewesen. Nee, okay. Ah, naja, jetzt kann man hier wechseln. Kann ich jetzt nur zwischen SpongeBob und Patrick wechseln? Okay, das lässt sich wirklich nur mit Patrick und SpongeBob wechseln. Wie mache ich denn das? Ich wollte gerade schon hinterher springen. Reinspringen kann ich ja damit nicht, ne? Nee. Da muss es hier doch irgendwo noch einen Eisblock geben. Ist ja nicht der einzigste hier. Ich bin noch gar nicht mehr auf dem Eis. Ich gucke jetzt noch einmal hier hinten. Ich werde sie zerschmettern! Ich weiß, Pet. Nee, hier ist auch nichts, aber... Ja, das ist... Ich wollte gerade sagen, das ist Socke, aber das ist keine Socke. Das ist, ein glitzerndes Objekt. Cool. Ja, zumindest haben wir eine Socke. Ich werde definitiv noch die restlichen Socken sammeln. Will mich jetzt aber auch nicht zu lange mit Patricks Socken aufhalten. Ich versuche halt nur die mitzunehmen, die ich jetzt hier mitnehmen kann. Und ab geht's. Jetzt sind wir wieder hier am Gulagun Pier oder Rummel, wie auch immer. Sieht ja natürlich sehr, 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 sehr schick aus, ne? Tut mir leid, Junge. Der Jahrmarkt ist geschlossen. Genau, Jahrmarkt war's. Ein lästiger Roboter hat mir meinen Ticketschalter abgenommen. Und schlimmer noch, mein Geld. Wenn du mir hilfst, diesen nutzlosen Roboter loszuwerden, gebe ich dir eine große Belohnung. Wir haben es gehört, wir müssen Mr. Krabs helfen, an seinen Ticketschalter wieder ranzukommen. Um den Roboter zu besiegen. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter und bis zum nächsten Mal noch rein. Ciao!